Ja Leute, was geht ab? Mein Name ist Ratun und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Quad-Kanal. Freunde, heute ist ein ganz besonderer Tag, denn ich habe Post bekommen und schaut mal, was angekommen ist. Was könnte das sein? Gut, der Titel und das Thumbnail haben es wahrscheinlich schon verraten. Ja, es sind neue Räder und eins ist mir besonders wichtig, wirklich, weil diese Reifen hier vorne, die sind so ultra groß, wirklich überdimensional groß. Ich weiß, viele mögen das. Das soll bei Quad wohl üblich sein, Vorderreifen größer als Hinterreifen. Ich finde es scheußlich, sage ich euch ganz ehrlich. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Und ich muss noch eine Sache loswerden. Tatsächlich muss ich gestehen, dass die Quad-Community, also ihr seid wirklich ultra geil drauf. Ich habe wirklich so viele positive Nachrichten unter meinen Videos. Euch gefällt das, was ich mache. Ich bin gut angekommen bei euch und bin auch gut angekommen hier auf diesem Kanal tatsächlich. Ich hätte nicht damit gerechnet. Klar, ein paar Idioten gibt es immer, den einen oder anderen gibt es immer und wird es auch immer geben. Aber ich wollte einfach mal kurz Danke sagen. Wirklich, ich hätte damit nicht gerechnet, dass in der Quad-Szene so viele coole Leute am Start sind. Und ihr wisst es ja, ich bin noch nicht so lange Quad-Fahrer und habe auch mit dem Thema so gut wie nichts am Hut gehabt eigentlich vorher und bringe mir jetzt einfach alles selber bei. Das heißt, wenn ich das ein oder andere mal ein bisschen falsch mache oder irgendwie nicht so ganz Plan von habe, dann nimmt es mir nicht übel. Ich lerne auch dazu. Ist es noch kein Meister vom Himmel gefallen, wie man so schön sagt. Aber wir packen jetzt erstmal die Räder aus, Freunde. Also, ich sag euch ganz ehrlich, für euch machen wir jetzt quasi hier schön das Ganze auf. Aber ich habe unten schon reingeguckt, sage ich euch auch ganz ehrlich. Also, die untere Verpackung ist schon auf, weil ich konnte es natürlich auch nicht abwarten, das Ding zu öffnen und reinzuschauen. Und vor allem war das so ein Kampf mit der Reifengröße. Also, Quad-Reifen, das ist auch eine Wissenschaft für sich, sage ich euch ganz ehrlich. Weil die ganze Zeit überlegt, soll ich vorne 195er Reifen nehmen, 195 zu 50 mal 10 oder minus 10 und alternativ gab es eben 165 mal, ich glaube 60 oder 70 minus 10 und rein theoretisch müsste ja der 165er Reifen viel größer sein von der Höhe, also vom Boden nach ganz oben, müsste es ja viel höher sein und ich wollte halt, wie gesagt, ungefähr ähnlich große Reifen haben und das ist, also am Ende des Tages, ich habe schon verglichen, die sind so gut wie gleich groß. Ich habe alles richtig gemacht. Ich wollte vorne auch keinen breiteren Reifen haben, auch wenn viele das vielleicht schöner finden. Aber da habe ich mich für einen 165er entschieden, weil es sich einfach besser fahren lassen soll. Und die Felge, die ich gewählt habe, mit der könnte ich, wenn ich Bock habe, irgendwann doch einen 195er vorne fahren zu wollen, könnte ich das immer noch machen. Also das ist alles kein Problem. Schaut es euch an, Freunde. Sie sind da. Das Einzige, was ich wirklich nicht so nice finde, ist dieser Aufdruck. Es gibt einige, die mögen das. Ich mag es nicht. Ich habe schon bei einem versucht, quasi mit, was war das nochmal? Aceton? Ne, Aceton? War es Aceton? Ja, Aceton war es. Damit habe ich die Schrift schon so gut wie abbekommen. Also ich werde die entfernen, sage ich euch ganz ehrlich. Mir gefällt es nämlich überhaupt gar nicht. Aber ich nehme die Dinger mal raus und zeige sie euch mal mit ein bisschen mehr Licht. Also Freunde, schaut es euch an. Ich habe mich natürlich entschieden für VBW Sport Felgen in schwarz-matt und irgendwie habe ich das Gefühl, dass man die gerade nicht so richtig sieht, ne? Durch das Schwarz. Also es kommt, man erkennt es kaum, Alter. Das ist schade, warum erkennt man es nicht? Also ich habe jetzt mal die Belichtung von der Kamera wirklich ein bisschen hochgeknallt. Also wenn ich jetzt so mache, erkennt ihr gar nichts. Aber, dass man zumindest ein bisschen was von der Felge erkennt. Und ich sage euch ganz ehrlich, die sehen so ultra sexy aus. Schön schwarz-matt, VBW. Und die haben auch eine viel größere Einpresstiefe. Ich bin gespannt. Wir werden diese gleich abmachen, diese montieren. Und ich zeige euch jetzt mal den Vergleich zwischen dem 165er Reifen. Ach, guck mal, 165. 60 zu 70 sogar, minus 10, das ist ein, da haben wir es, 175 zu 85. 10, ja, also sollte dieser Reifen ja eigentlich minimal kleiner ausfallen. Aber wenn wir die jetzt im direkten Vergleich nebeneinander halten, schaut mal, was für ein Riesenunterschied das zum Originalen ist. Also das ist, die sind fast identisch so groß wie die Hinterreifen. Und was jetzt auch lustig ist, also ich weiß nicht, ob ich einfach zu blöd bin, aber ein 255er Reifen, das ist ein 255er Reifen, das steht irgendwo auch drauf. Guck mal, da steht es ganz klein drauf. 255 zu 55 auf 9 Zoll. Und jetzt meine Frage. 255, das ist doch beim Auto die Breite. Beim Quad müsste es doch genauso sein. Kann mir dann jetzt aber mal einer erklären, warum der 225er Reifen gefühlt optisch sogar breiter ist als der 255er? Also irgendwas verstehe ich da nicht ganz. Sage ich euch ganz ehrlich, weil ich kenne das vom Auto. 255 ist immer die Breite. Ja? Und hier haben wir einen 225er, also eigentlich
Eigentlich sollte der schmaler ausfallen, fällt aber gefühlt etwas größer aus. Und genau das meine ich, Freunde. Ich check diese Reifensache bei Quads. Das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Ich habe mir aber hier auch schon einen richtig schönen Wagen hierbei geholt. Damit kann ich das Quad zumindest wirklich angenehm hochheben. Zack, machen wir mal ein bisschen hoch. So, ich mache es jetzt noch nicht ganz hoch, weil wir müssen ja noch die ganzen Schrauben lockern. Und ich bin mal gespannt, weil eigentlich sind die mit den Spurplatten nicht erlaubt. Soweit ich weiß, weil das Zubehörfelgen sind und die Spurplatten nur für die Originalbereifung mit Felge gedacht sind. Da werde ich mal schauen. Ich habe mir das auch mal gemessen. Dadurch, dass die Einpresstiefe ja hier viel höher ist, müssten die Reifen zum Originalen ohne Spurplatten auf jeden Fall weiter rausgucken. Ich habe mir das, wie gesagt, ausgemessen und werde mir das mal anschauen, wenn ich die Spurplatten weglasse, wie viel breiter das Ganze ist, ob das okay ist, ob ich die Spurplatten weglassen kann, ob ich sie wieder drauf mache und gegebenenfalls dann halt irgendwann eine komplette Achse hole, damit das dann halt alles passt. Weil, ja, wie gesagt, muss ich mit dem TÜV abklären, aber Spurplatten mit denen hier sollen nicht erlaubt sein. Ach ja, Freunde, und übrigens, die neue Übersetzung ist auch schon am Start. Ich habe ja aktuell 1636 drauf, 1438 war Standard. Jetzt habe ich genau die Mitte davon gewählt, und zwar 1537. Da bin ich mal gespannt. Ich werde jetzt erstmal die Räder wechseln, weil so wie ich das jetzt verstanden habe, dadurch, dass ich einen kleineren Reifen habe, sollte das Quad schneller sein. Ich weiß nicht, ob das in der Endgeschwindigkeit nur zählt oder auch in der Beschleunigung. Deswegen, ich werde das erstmal fahren, gucken, ob das vielleicht mit der normalen 16 oder beziehungsweise mit der Straßenübersetzung, ob das gut ist. Wenn nicht, probiere ich das auf jeden Fall auch noch aus. Und wenn nicht, kann ich auch mit Original 38 hinten, 15 vorne, kann ich alles jetzt ein bisschen rumspielen, weil ich da quasi einfach jetzt Ritzel, Kettenrad und so alles am Start habe. Und ja, da kann man ein bisschen hin und her probieren. Die Dinger kosten kaum was. Ich glaube, ich habe dafür 10 Euro bezahlt. Für hinten sind die ein bisschen teurer. Da kosten die, glaube ich, so um die 25, 30 Euro. Aber ist jetzt eigentlich auch nicht die Welt. Vor allem, wenn man sich einfach mal überlegt, was für einen heftigen Effekt es einfach bringt. Ja, die Maschine fährt gleich ganz anders. Aber ich würde sagen, ja, ich baue jetzt hier erstmal die Räder ab. Ich habe das Stativ vergessen. Deswegen, gut, Reifen wechseln, Freunde, sei mir ganz ehrlich, ist jetzt auch kein Hexenwerk. Ich mache das kurz und dann zeige ich euch, wie das aussieht, wenn alles drauf ist. Eins muss ich auch noch loswerden. Also der Wagenheber, der hat sich mehr als gelohnt. Schaut es euch an. Das Ding steht komplett oben. Alle vier Räder direkt runtergemacht. Jetzt kann ich alle vier Räder drauf machen. Ich probiere noch mal ganz kurz ein bisschen rum mit den Spurplatten und dann zeige ich euch mal das Endergebnis. Freunde, wir sind fertig und ich sage euch ganz ehrlich, mir ist warm. Ja, mir ist sehr, sehr warm. Aber ich zeige euch jetzt mal die Felgen. Ich gehe mal aus dem Licht, drehe die Kamera und zeige euch mal, wie das Ganze jetzt aussieht. Schaut es euch an, Freunde. So sieht das aktuell aus und ich sage euch ganz ehrlich, allein dieser kleinere Reifen, jetzt abgesehen wirklich von den schicken Felgen, allein der kleinere Reifen, der macht es halt für mich sowas von aus, weil, ja, die sehen jetzt wenigstens ungefähr gleich groß aus, ja, also wenn man nicht direkt drauf achtet, merkt man nicht, dass der minimal größer ist als der hintere, dementsprechend wirklich top. Hätten wir den 195er Reifen genommen, wäre der sogar minimal kleiner als der vordere, dann hätte man so ein bisschen, ne, so statt so, hätte ich auch eigentlich cool gefunden, aber dann wäre halt der Reifen viel breiter und da hatte ich halt keine Lust drauf. Ich will den schmaleren Reifen, weil es sich, wie gesagt, damit einfach ein bisschen besser fahren lässt. Spurrillen und so weiter nimmt man nicht so viel mit. Deswegen der schmalere Reifen für mich auf jeden Fall die bessere Wahl. Und ich habe hinten schon den einen Schriftzug, den Spears Schriftzug entfernt. Das war ein Gerubbel, sage ich euch. Ne? Ich habe da hin und her gerubbelt. Da freue ich mich schon, die anderen drei zu machen. Aber mache ich auch noch. Und dann habe ich das auch schon los, weil ich finde, so sieht es halt einfach cleaner aus, als mit diesem orangenen Spears Schriftzug. Wobei ich auch sagen muss, ja, auf der Innenseite sind die auch, aber da sieht man das zumindest nicht so. Deswegen innen lasse ich das, außen mache ich es weg und dann ist gut. Ansonsten möchte ich hier an der Stelle auch nochmal ganz kurz ein dickes, fettes Dankeschön raushauen. Und zwar an Quad World, ja. Da habe ich mir nämlich die Reifen und Felgen bestellt. Ich habe keinen Rabatt gekriegt, ich habe gar nichts, keinen YouTuber-Bonus. Aber die Beratung, ich weiß nicht, ob ihr da mal angerufen habt, Freunde. Aber der Inhaber von Quad World, gehe ich mal stark von aus, mit dem ich die ganze Zeit gesprochen habe, den habe ich wirklich 3-4 Tage hintereinander übel genervt. Und er hat mich so gut beraten, nichtsdestotrotz, ja. Also wirklich Daumen, beide Daumen nach oben. Da habe ich wirklich sehr, sehr gerne gekauft. Kann ich nicht anders sagen. Ansonsten jetzt aber zum Thema Spur. Platten, Freunde. Und zwar habe ich die jetzt vorne weggelassen. Ich habe mir das nämlich ausgemessen. Ich hatte vorher mit den originalen Reifen und den Spurplatten eine Breite von Reifenaußenkante zu Reifenaußenkante von 119 cm. Mit den Spurplatten und den neuen Reifen waren wir bei 124,5. Das heißt nochmal 5,5 cm gewachsen, das Ganze. Deswegen habe ich die runtergenommen, weil die Spurplatten sind insgesamt 6 cm breit, also 3 links, 3 rechts. Und jetzt sind wir quasi einen halben Zentimeter schmäler. Aber das fällt halt überhaupt nicht auf. Und dafür konnte ich die Spurplatten jetzt vorne weglassen. Und vor allem, die haben halt auch nicht gepasst. Ansonsten hätte ich sie vielleicht noch dran gelassen, um zu gucken, wie es sich so fährt, wenn sie noch breiter ist vorne. Aber ich zeige euch das mal. Guck mal, hier ist die Spurplatte, hier ist sie drauf. Und hier habt ihr diesen Außenring, das sieht man hier auch ganz gut, diesen Außenring und der
guckt halt so einen Zentimeter hoch. Und der geht eigentlich genau zwischen die Felge, geht der raus. Ja, sodass ihr wirklich hier die Auflagefläche habt mit der Felge. Ja, und deswegen, das hat nicht gepasst. Dieser Außenring ist quasi gegen die Innenkante von der Felge gestoßen und die Auflagefläche war dann letztendlich nicht hier drauf, sondern da drauf. Deswegen musste ich es weglassen. Hinten war es aber kein Problem. Hinten hat es perfekt gepasst. Deswegen habe ich die hinten jetzt auch erstmal drauf gelassen und hinten sind mir zusätzlich nochmal 2 cm jetzt gewachsen. Ja, jetzt wird wieder der eine oder andere schreiben, wie beim letzten Video. Eigentlich wollte er ja gar nicht breiter und tiefer. Tiefer bin ich immer noch nicht. Ja, wir werden ein bisschen breiter teilweise. Vorne, wie gesagt, einen halben Zentimeter schmäler. Hinten ein bisschen breiter geworden. Aber das ist ja immer noch top. Ich bin ja immer noch nicht tiefer und genau das ist ja eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Ein bisschen breiter ist cool. Tiefer möchte ich aber auf gar keinen Fall. Auch wenn es optisch cool aussieht, so Supermoto-Umbau. Den schon fett aus, keine Frage. Aber stelle ich mir ja vom Spaßfaktor her ein bisschen schwierig vor einfach. Klar lässt sich vielleicht mit einem Supermoto geiler driften, ne? Man kippt nicht so schnell, aber Sidewheelies und so kann man halt komplett knicken. Und das ist, ich will Spaß haben mit dem Gerät, Freunde. Ich will Spaß haben. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist quasi das Tacho einzustellen. Das ist aber bei mir zumindest ganz einfach, bei Acewell teilweise auch, weil da muss man nur den Reifenumfang quasi eingeben, worüber der Sensor misst. Bei mir ist er sowieso am Ritzel dran und dementsprechend, beziehungsweise am Kettenrad hinten, dementsprechend mache ich nochmal, messe ich das Ganze nochmal hinten aus, sollte ungefähr gleich sein und dann stimmt auch wieder die kmh-Anzeige. Also ich muss ehrlich sagen, Freunde, das Ding wird immer sexier. Es sieht wirklich mittlerweile richtig, richtig fett aus. Also es fehlt eigentlich nur noch ein Auspuff und genau, Freunde, da könnt ihr mir gerne auch in die Kommentare schreiben, was es so für Auspuffanlagen gibt. Beziehungsweise ich brauche nur den Endtopf letztendlich, also Slip-On heißt es, glaube ich, ne, bei den Quads und bei Motorrädern. Aber ich will nichts, was Chrom ist. Ich habe gesehen, Deep Tone gibt's, Sill Motors gibt's, aber die beide will ich nicht. Und Leo Vince mit dem Chrom, das finde ich auch scheiße. Ich will einen schwarzen Auspuff haben. Da habe ich gesehen, es gibt von Leo Vince einen LV Evo One oder LV One Evo in Carbon, so ein Universal-Endschalldämpfer. Aber ich weiß nicht, ob der passt. Also falls ihr Infos habt, falls ihr selber vielleicht so einen fahrt, dann sagt mir Bescheid. Und ich möchte natürlich auch, ich möchte es ein bisschen lauter, ja, aber nicht zu laut. Falls euch da was einfällt, ab in die Kommentare damit. Ansonsten würde ich sagen, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst dem Video unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Es sind immer noch sehr, sehr viele Zuschauer, die die Videos schauen, aber den Kanal nicht abonniert haben. Drückt einfach auf den Abo-Button. Kostet nichts und ja, dann verpasst ihr auch die Videos nicht, die nächsten Umbauten, Ausfahrten und so. Wir werden noch viele, viele Videos, es wird ja besseres Wetter, unterwegs auch drehen, viel Faxen machen, ja, natürlich alles im legalen Rahmen. Dementsprechend, Freunde, abonniert den Kanal. Ich würde sagen, wir sehen uns schon ganz bald wieder mit einem weiteren Video. Bis dahin, euer Radtun.